Haribo macht Kinder froh und seine Azubis ebenso. Der Chef der Goldbären, Hans Riegel, feierte heute seinen 88. Geburtstag, aber nicht mit Prunk und Protz im Edelrestaurant. Nein, er lädt lieber seine Auszubildenden zu Cola und Burgern in einen Fastfood-Laden. Glauben Sie nicht? Hier kommt der Beweis. Meine Kollegin Wiebke Schröder war dabei. Da geht Haribo-Chef Hans Riegel das Herz auf. Ein Burger mit echten Goldbeeren. Im Nu ist das Geburtstagskind froh. Vom eigenen Firmennachwuchs noch ein 3D-Bild fürs Büro. Da wird man doch gerne 88 Jahre alt, oder Herr Riegel? Restaurant setzt sich zu seinen Auszubildenden und fühlt sich hervorragend. Ans Aufhören denkt Hans Riegel übrigens noch längst nicht. Ich würde mich selbst schädigen, wenn ich aufhören würde, sagt er. Die Auszubildenden werden also weiter mit seinen verrückten Einfällen rechnen müssen. Und damit kommen wir zu den Nachrichten, kurz und kompakt.